Zeit zum Putzen. Was zum Teufel war das? Was ist hier los? Ich hab jetzt das Sagen. Yes! Ich habe meine Physikprüfung mit einer 1 bestanden. So, das ist genug gefeiert. Okay, beruhig dich. Leg das einfach in deinen Spind. Rein mit dir, zu all den anderen Tests. Ich habe bis jetzt ein tolles Jahr. Oh, Albert, ich weiß, du wärst stolz auf mich. Endlich komme ich aus dem Unterricht raus. Diese Schule ist so dumm. Moment mal. Hey, Nerd, gib mir den Schokoriegel. Ich sagte, gib mir den Schokoriegel. Sofort. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Okay, kostenloses Mittagessen. Der Schokoriegel ist ziemlich gut. Oh Mann. Mist, so viel Müll. Ich schieb den einfach aus dem Weg. So geht's. Nicht mein Problem. Ich verschwinde besser. Was zum Teufel? Wo kommt der ganze Müll her? Das ist der schlimmste Tag. Okay, Zeit, meine Nägel zu machen. Gerade, gleichmäßige Striche. Sehr gut, das sieht toll aus. Ich puste ein bisschen, damit sie trocknen. Oh, ich habe eine Benachrichtigung. Hey, schau mal, eine Party. Wahnsinn. Lass mich mein Make-up beenden. Was machst du da? Stopp. Wo liegt das Problem? Du brauchst dieses Make-up. Auf keinen Fall. Das bin ich nicht. Da bleibt nur eins zu tun. Make-up-Schlacht. Wow, wer hat gewonnen? Nein, ich bin ganz rosa und hübsch. Ich bin ganz Rock und Metal. Ich hasse das. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Willst du so auf die Party gehen? Natürlich nicht. Keine Party für uns. Wir sehen lächerlich aus. Okay, das schreibe ich besser auf. Es ist wichtig, sich die Quadratwurzel zu merken. Quadratwurzel, verstanden. Ihr müsst auch den Rest mitnehmen. Der Affe hat meinen Hut gestohlen. Hä? Was ist das für eine Benachrichtigung? Ach du meine Güte, ein Anruf? Was soll ich tun? Ich werde bestimmt vom Lehrer angeschrien. Nein, auf keinen Fall, das darf nicht passieren. Ich muss den Anruf ablehnen. Besser. Nein, der Hut gehört nicht dem Affen. Hä? Was ist das? Bella, was machst du da? Wie geht's dir, du Loser? Ha, du bist witzig. Hey, schau mal, wer anruft. Was ist da hinten los? Oh, hey, willst du dem Lehrer Hallo sagen? Warte, was? Was passiert hier? Lehrer, sag Hallo, schau mal, wer da ist. Tut mir leid, was ist gerade passiert? Unglaublich, dass er die Frage falsch beantwortet hat. Oh mein Gott, er ist so süß. Ich setze mich mal hin. Okay, da bin ich. Oh, hi. Oh mein Gott, er hat mir zugewunken. Ich sollte mit ihm reden. Nein, was soll ich denn sagen? Okay, sei tapfer. Hey, ihr zwei, macht Platz für mich. Oh, sie hat sich einfach reingedrängt. Hey, Bella, du siehst heute richtig gut aus. Hast du Lust, mit mir zur Show zu gehen? Das ist nicht fair. Hey, kaum zu glauben, dass der Lehrer zu spät dran ist. Also gut, Klasse, ich bin da. Beruhigt euch. Hey, der Unterricht beginnt. Unglaublich, dass er uns jetzt anschnauzt. Kein Gequatsche. Oh Gott, ich entsorge besser den Kaugummi. Was soll ich tun? Aufstehen? Ich muss erst fragen. Herr Lehrer, darf ich den Kaugummi wegwerfen? Ja, das ist in Ordnung. Du darfst. Wie peinlich. Ich gehe besser schnell.
Mach's gut, Kaugummi. Wow, Bella ist viel zu spät. Was ist los, Leute? Unglaublich, so respektlos. Hey, was habe ich verpasst? Irgendwas? Der Kaugummi ist nicht gut. Der hat schon seinen Geschmack verloren. Was ist das für ein Geräusch? Bella, was glaubst du, was du da machst? Kein Kaugummi-Gekaue. In diesem Raum herrscht Ruhe. Spuck den Kaugummi aus, sofort. Okay, meinetwegen. Whatever. Was war das? Kaugummi? Bella! Au, feia, der ist voll sauer. Ich mag Schlagsahne und Streusel. Hm? Oh, es ist schon morgen. Ah, ich fühle mich schön ausgeruht. Was werde ich heute wohl in der Schule lernen? Oh nein, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich bin spät dran. Nein! Meine Haare, meine Kleidung, mein alles. Okay, das ist genug Make-up. Ich muss los. Hm? Wer kommt da zu spät? Es tut mir so leid, mein Wecker hat nicht geklingelt. Schon gut, das kommt vor, setz dich einfach. Okay, ich setze mich. Wow, bei ihr ist eine Menge los. Hä? Was ist das? Oh, der Wecker. Aufstehen ist das Allerschlimmste. Wie spät ist es eigentlich? Oh. Ich wünschte, ich könnte einfach im Bett bleiben. Ich sollte mich aber fertig machen. Wenigstens etwas Make-up. Oh, ich habe eine tolle Idee. Nur ein kleines bisschen unter die Augen. Und dann auch noch ein Hauch auf meine Nasenspitze. Jetzt noch ein bisschen verteilen. Das wird der Hammer, wenn ich fertig bin. Okay, und jetzt mein erstklassiger Auftritt. Mama! Ja, was ist los, Liebling? Ich bin krank. Oh, dein Husten klingt ja gar nicht gut. Hm, du fühlst dich aber nicht warm an. Mist. Du ruhst dich erstmal aus und ich rufe die Schule an. Yes, mein Plan ist aufgegangen. Ich bin genial. Bist du lieber ein guter oder ein schlechter Schüler? Schreib es uns in die Kommentare. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.